Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Sendung Frag den Sitte, wie immer dienstags um 18 Uhr aus dem Halle-Studio in Fulda. Frag den Sitte, der Sitte, das bin ich, Thomas Sitte, Arzt und Palliativmediziner in der Deutschen Palliativstiftung ehrenamtlich tätig und ich werde gefragt von meinem Partner. Helmut Seemann, ebenfalls ehrenamtlich tätig in der Deutschen Palliativstiftung und ich bin der Fragesteller, wie schon gesagt. Ja. Thomas, wie wird denn das Thema Palliativmedizin, Sterben, Tod, Selbsttötung deiner Auffassung nach in den Medien dargestellt? Ganz schwierig, sehr verworren und oft ein bisschen richtig, aber ein bisschen richtig heißt ja auch knapp am Thema vorbei, also eigentlich falsch. Ne? Wo es richtig dargestellt wird, kann ich ganz klar sagen, ist bei Frag den Sitte. So ganz spontan. Darauf können Sie sich verlassen, ja. Also wirklich, wir reden hier Tacheles. Du fragst Tacheles, wenig ist abgesprochen und wir reden quasi live hier miteinander. Aber wenn ich in die Medien gucke, es wird ja massenweise gestorben von Tagesschau bis die ganzen Krimiserien. Ob ich jetzt auch jetzt ganz zurückgucke in die 10er und 20er Jahre des letzten Jahrhunderts oder heute, Sterben kommt ganz viel vor, aber das hat mit unserer Wirklichkeit oft sehr, sehr wenig zu tun. Mhm. Gut, jetzt denke ich aber nicht nur an Spielfilme, an Krimis, sondern ich denke ja auch an Politmagazine, die nach meinem Dafürhalten ja eigentlich immer seriös über solche Dinge berichten. Ja. Wo steckt denn deine Hauptkritik? Gucken wir noch ein bisschen mehr auf das Gespielte, weil mit gespielten Dingen ich natürlich viel mehr Emotionen rüberbringen kann und diese Emotionen dann auch dazu führt, dass das, was hier gesehen wird, mehr verinnerlicht wird. Mhm. Und da hat sich schon gezeigt, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man mit Spielfilmen wirklich Politik machen kann. Ja. Ich glaube nicht, dass es heute noch in der Regel bewusst ist, aber das, was ich in Spielfilmen, Fernsehspielen und Ähnlichem wahrnehme, ist oft so die Richtung einer Verklärung des Sterbens, des in Anführungszeichen selbstbestimmten Sterbens und so ein bisschen das Event dabei. Ja. Ne, der Schierlingsbecher, die Suizidassistenz, so mit dem letzten Abendmahl zusammen quasi. Ne? Also überspitzt und böse gesagt. Und das hat mit der Wirklichkeit oft gar nichts zu tun. In der Tat. Also zumindest auch Filme wie Der Pate, wo das Sterben dann also sehr eindrucksvoll mit einer Maschinengewehrsalve geschieht, überhaupt keine Frage, hat mit der Realität wenig zu tun. Ja, aber auch solche Sachen wie jetzt die letzte Reise in die Schweiz oder so, eben auch nicht. Ja. Oder auch das Sterben jetzt in Krankenhäusern und Hospizen hat oft mit der Wirklichkeit ganz wenig zu tun. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, denke ich, weil da natürlich auch, also mit Filmen kann ich durch die Emotionen Ängste schüren, wirklich Ängste schüren und ich kann auch beruhigen. Mhm. Und ich glaube, hier werden viele völlig unbegründete Ängste bedient oder auch erst erweckt, ins Leben gerufen. Dann frage ich mal anders, wie sollten denn Filme gemacht werden oder wie sollte über den Tod, über Suizidbeihilfe berichtet werden, damit es deiner Auffassung nach tatsächlich der Realität entspricht? Ja, also erstmal, es ist nicht so entscheidend, dass die medizinischen Fakten so alle ganz genau stimmen. Da kann es eine dichterische Freiheit geben, das ist nicht so das Wesentliche. Aber oft kommt eben so rüber, dass das Leben keinen Sinn mehr hat, wenn man krank ist oder dass das Leben so unerträglich geworden ist durch eine Krankheit und man dieses Leiden aus der Krankheit überhaupt nicht anders lindern kann. Also da glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, die ich jetzt wirklich aus vielen tausend Begleitungen, und das kennt jeder, der viel palliativ versorgt, kenne und rund 40 Jahren Sterbekleidung sagen kann, in der Regel lohnt sich Leben bis zuletzt. Also wirklich bis zuletzt. Und wenn der Sterbende es erlaubt, kann man Leiden oft unglaublich gut lindern. Aber Thomas, unter folgender Einschränkung: Leben bis zuletzt lohnt sich, wenn eine Palliativbegleitung dabei ist.
Ansonsten kann das Leben bis zuletzt natürlich unerträglich werden. Völlig unerträglich werden. Ja. Völlig unerträglich werden. Ja. Aber wenn ich auch überlege, in solchen, es gibt zum Beispiel den Film Liebe von Arnoncourt, der auch, ich glaube, die Goldene Palme von Kanada bekommt. Ja. Totaler, eindrucksvoller Film eines alten Ehepaars. Kriege ich Gänsehaut auch, weil ich einfach diese privaten, im eigenen Umfeld diese Erlebnisse auch kenne und diese Gefühle kenne, das miteinander gelebt hat und die Ehefrau wurde immer dementer. Und ganz am Schluss hat dann der Ehemann im Akt der Nächstenliebe seiner Frau das Kissen aufs Gesicht gedrückt, bis sie dann eben zuckend erstickt ist und tot war. Ja. Eine Verzweiflungstat der Liebe, um seine Frau vom Leiden der Demenz zu erlösen. Was hier zum Beispiel auch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dass da auch zwischendurch natürlich ganz viel Lebenserhaltung geschehen ist, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Ja. Oder die viele andere Berichte über schwere Krankheit und Suizid zeigen in keinster Weise auf, dass man ja anstelle eines Suizides oder gar einer Tötung mit oder ohne Verlangen ein Sterben zulassen hätte ermöglichen können. Dass man in einer schweren Krankheit eben auch nicht lebensverlängert behandelt werden muss, leidenslindernd behandelt wird und damit eben sterben darf. Ja. Die Realität sieht ja oftmals anders aus, aber wir haben schon oftmals darüber gesprochen. Ich kenne jetzt einen Fall einer 91-jährigen dementen Frau, die einen Herzinfarkt erlitten hat und im Krankenhaus reanimiert wurde. Obwohl die Angehörigen dann sagten, nein, sie möchten keine Reanimation. Mhm. Diese Frau hatte Gott sei Dank die Chance, auch dann kurze Zeit später zu sterben. Und dann hat man das im Nachhinein auf eine Reanimation verzichtet. Ja. Sowas gehört mal in den Film rein. Habe ich noch nie gesehen. Solche verzweifelten Situationen, wo dann nachher auch dann, Entschuldigung, aber die Angehörigen im Film wenigstens den Arsch in der Hose haben und zeigen das Krankenhaus wegen Körperverletzung an. Das darf einfach nicht sein. Ja. Und solche Situationen aus dem wirklichen Leben, die gehören aufgeklärt. Ja. Dass man weiß, das darf man nicht. Also wenn es verfügt gewesen ist, wenn es dokumentiert gewesen ist. Und gerade bei Dementen, gerade bei Schwerstkranken ist immer wieder die Frage, wie soll das Leben eigentlich verlängert werden? Und das wird nicht gestellt. Es wird einfach ständig verlängert. Und dahinter heißt, da muss man doch was tun. Pferden gibt man einen Gnadenschuss. Warum darf der nicht endlich die erlösende Spritze bekommen? Richtig. Ja. Und sowas, diese Probleme werden einfach nicht dargestellt. Mhm. Ich glaube, dass hier die Medien ganz viel dazu beitragen könnten, dass man einerseits sieht, also selbst wenn ich krank bin, selbst wenn ich schwerstkrank bin, selbst wenn ich im Sterben liege, kann ich noch ganz enorm tolle Erfahrungen machen. Das gibt es schon immer wieder auch mal. Aber dann eben auch das zu zeigen, was ist eigentlich der Stand? Wie, also Sterben ist nicht immer schön, ne? Das ist gar keine Frage. Sterben kann schön sein, aber es ist in der Regel kein Event. Ne? Aber wie kann ich dann eben auch gut begleitet so sterben, wie ich mir es gewünscht habe, ohne dass jemand eingreifen muss mit der Spritze, mit dem Giftbecher oder mit der Infusion oder so. Das Problem ist natürlich, das hat diese Art und Weise von Journalismus, auch von Fernsehjournalismus, hat vielleicht nicht den Stellenwert, weil man schielt ja auf eine Quote. Ja, und dass diese Form der Berichterstattung, die dann tatsächlich die Möglichkeiten aufzeigt, nicht so gefragt wie Emotionen, die dann hochkommen. Ganz genau. Und jetzt komme ich auf deine Politmagazine, die du erst angesprochen hast. Wenn ich da schaue, und ich mag schon gar nicht mehr wirklich hinschauen, wenn ich da schaue, sind das immer wieder die gleichen Politmagazin-Touristen, die ihre Wünsche und Begehrlichkeiten vortragen. Natürlich, ich bin froh, dass ich ein Fußgänger bin, auf zwei Beinen durchs Leben gehe und nicht hochgradig gelähmt bin. Aber wenn ich als hochgradig gelähmter Mensch immer wieder in die Talkshows gehe und sage, ich fordere, dass ich endlich Zugang habe zu Natrium-Pentobarbital, weil das die einzige Möglichkeit, wie ich mir ein würdiges Sterben vorstellen kann, so kann ich sagen, naja, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wie Sie sich's vorstellen könnten. Aber erstens, man könnte sie auch vielleicht zu gegebener Zeit sterben lassen. Zweitens gäbe es 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten. Und viel mehr Möglichkeiten, wie Sie sich selber das Leben nehmen können. Mit deiner Hilfe, mit meiner Hilfe, mit jedermanns Hilfe. Ja.
Und das wird immer wieder aufbereitet in den Talkshows, einfach weil das so süß runtergeht, wenn man zeigen kann, diese armen Menschen, warum hilft denen denn keiner? Völlig richtig. Das ist ein Riesenproblem. Ja, ja. Ich denke, daran sollten wir arbeiten, dass wir einfach viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, viel mehr auch die Medienschaffenden informieren. Ja, was möglich ist, wie man auch eine gute Berichterstattung auch emotional machen kann, auch in Spielfilmen machen kann. Und da treten wir auch mit dem Kommunikationspreis der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der Deutschen Palliativstiftung ein, dass sachgerecht über die Themen Hospizarbeit und Palliativversorgung im deutschsprachigen Raum informiert wird. Also es lohnt sich zu leben bis zuletzt, wenn man eine vernünftige palliative Versorgung bekommt. Und dafür stehen wir. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.